Das frei ist, können wir zum Hauptbahnhof einfahren. Bitte noch einen Augenblick Geduld. Meine Damen und Herren, der Ausstieg hier in Köln auf der Domseite. Bitte fahrt Richtung links, ansteigen, Ausstieg, fahrt Richtung links. Thank you.
Hier kann man sie kaum bewegen. Oh, Scheiße. Ist der gut? Ja, vier. Yes. Yes. Hi. Ja? Kannst du direkt eine wieder runterfahren? Ist das drei gewesen? Ich bin einer vier. Ja. Oh. Gut. Das ist ja wieder so eine klassische. Oh, so. Also zu dritt haben wir da drin auch noch Bange, ne? Ja. Also letztes Mal war eine japanische Reisegruppe da und diese sieben Personen, die ihre Koffer da mitnehmen. Naja, du, Japaner, ist mir klar, dass da sieben Mann reinpassen. 33, ja. Yay. Springbetten. Also ich kann schwören, auf dem Bild sah das größer aus. Hier ist eine kleine Pritsche, hier ist ein Doppelbett und wir haben keinen Balkon. Kein Balkon. Eigentlich ganz nett. So, jetzt geht's los. Wir sind auf der Straße. Alle sind motiviert. Ja, ja. Zigarette und überhaupt. So, heute ist es soweit. Heute geht es ab nach unten. Wir sind heute im Ausland. Wie sehe ich denn aus? Ja, heute habe ich mal kein Helmchen auf. Also, heute sind wir im Ausland unterwegs, mit dabei. Wo sind sie, die Wehen? Jungs, da sind sie. So, mit dabei Marc und Kai. Und haben noch ein ganzes Stück vor uns. Müssen wir das aufpassen, dass nicht gerade hier so eine S-Bahn hier vorbeischießt. Die Planung war ja über ein halbes Jahr. Haben wir das ausführlich geplant, gemacht, getan und dann ist es soweit. Wir gehen jetzt in so einen Tunnel rein. Über uns ist so ein Wohnblock. Und man sieht es ein bisschen. Da ist noch ein kleines Stück, was wir laufen müssen. Aber schon alleine der Weg dorthin hat was. Ich glaube, ein Zug kommt. Das hat sich gerade so angehört. Ne? Schon Hammer. Auch hier schon so die ersten Malereien dran. Ne? Und oh. Das Gleis ist zwar schon ein paar Jahre stillgelegt, aber man hört immer noch die U-Bahn umfahren, die einen unter uns fährt. Und da denkt man jedes Mal, ein Zug kommt. Das Schöne ist, wo wir denn uns bewegen, ist auch nicht weit die U-Bahn. Lassen wir das dann hier runter von das Loch.
Ja, gib mal Sack 1. Ist okay? Bonjour? Bonjour? Ist okay. Ist okay. Okay. Gut, so, dann gehen wir mal rein. Das sieht aus wie so eine Lippe. Ja. Schön viel, oder? Ja. Steine? Nein, kleine Steine. Ja. Aber schön, dass man hier aufrecht gehen kann. Ja, Stolpersteine. Ja. Links und rechts. Der nächste größere Tunnel, links und rechts. Weil da war ja vorher ja keine Veränderung. Blende dich mal kurz, Marc. So, wir sind jetzt in diesem sogenannten, wo sind wir? In diesem Salbübel hier. Salblabe. Ramroom. Badraum. Irgendwie sowas. Ja, mit dem Französischen bin ich nicht so ganz mächtig. Und schon tolle Sachen, die hier so sind. Und wir sind erst am Anfang der Tour. Ja, wir haben auch noch andere Sachen.
Kann da einer leuchten? Ja, meinst du, ich bin zu viel? Selbst das Bild, ich fühle mich irgendwie hier nicht ganz wohl. Ja. Ja. Also, gehen wir mal weiter. Schon Hammer hier drin, ne? Und wir sind bloß beim Anfang. Marc und Kai. Kai ist auch schon beim Schwitzen. Ja, das macht der gute Helm. Das macht der gute Helm. Weil wir haben wirklich gedacht, hier ist frisch, also kalt drin, aber doch nicht. Wir haben schon das Ende erreicht. So, die Knie hoch und jetzt vorsichtig, jetzt geht es auf 3,50 Meter runter. Vorsichtig. Hast du noch einen Meter? Knochen zu sehen. Man muss das alles bloß ein bisschen mit Respekt behandeln. Aber ist schon faszinierend, sowas mal zu sehen. Hier ist es so, hier kann man absolut gar nicht stehen. Ich bin hier in der Hocke und das ist, wie soll ich sagen, weit über 500 Meter, die man hier in Hocke laufen muss. So. Jungs, hinten um die Ecke kann man stehen. Da will ich jetzt mal hin. Ich wollte mal gucken, ob das funktioniert. Ihr kommt ja wieder zurück. Ist da hinten nichts? Nee, Sackgasse. Sackgasse ist nichts. Einmal noch so ein bisschen gestapelt. Und dann Kriechgänge, wo der groß ist. Gut. So, machen wir erstmal eine schöne Pause. Ja, eine Attraktion. Bevor wir wieder zurück machen. Da ist ja noch ein bisschen Kriechgang. Ja, vielleicht eine Dose Ravioli jetzt oder so. Dose Ravioli, ja, logisch. Ach, ja, neben uns liegen, wie gesagt, die ganzen Gebeine. Und werden uns das jetzt noch ein bisschen anschauen. Jo, und dann geht's weiter in die andere Richtung. Haben wir noch ein bisschen vor uns. Das wird. Ich weiß gar nicht, wie spät das ist, aber wir sind bestimmt schon gute 2 Stunden unten. 11.20 Uhr. Sind wir schon 3 Stunden unten und wir sind bestimmt noch gute 10 Stunden unterwegs. Ja. Kommt einem nicht so vor, ne? Gefühlt gerade eine Stunde hier maximal. Oder? Ja. Das ist die Zeit, die rennt wahnsinnig. Es sind so viele Sachen hier unten zu sehen. An die Wände Haufen Mosaiksteine mit irgendwelchen Schriften. Und müssen auch mehrmals auf den Plan gucken, weil das ist wirklich, das kann man sich gar nicht vorstellen. Man kann sich sehr schnell verlaufen hier unten. Und dann lieber einmal mehr auf die Karte geguckt, die einmal total verfranst. Porus. Oh. Was sieht man da? So wie Porus. Die Kamera hängt auch schief. So. Helm hängt auch schief.
Ja, gut. Steckt fest. Soll ich ein Foto machen schnell? Das ist einfach nur genial. So, so muss das sein. Gegenseitige Hilfe. Ja. Yes. Genau. Ja. Flug. Yes. Ja. Ja, ja. Guck mal. Oh. Dieser Geburtsvorgang. Das ist wie eine Geburt. Und das ohne Wehen. Also Schmerzen hast du schon, aber... Im Schneidersitz kommt er da durch, deswegen hat er nicht gepasst. Ja, der wollte das einfach im Schneidersitz probieren. Doof, ne? Du weißt, dass das Becken dann auseinandergeht, wenn du das im Schneidersitz machst. Die stehen, aber sind wackelig. So, die erst hier durchgemacht sind, die sind jetzt da vorne am Eisenbahntunnel schon, ja? Das ist eine Stärkung. Der gute Korni. Jam. Natürlich. Alles für die Kreisklasse. Einmal Arsch, immer Arsch. So, da oben stehen die Jungs noch. Hier ist eine Treppe. Das erste Mal, dass wir hier eine Treppe haben. Und wir haben ein illegales Getränkelager gefunden. Ja, ich stehe im Wasser wieder. Und ja, geht's noch ein bisschen. Hier kann man sich also draufsetzen und ein Plüdi muss das Ding dann nur noch ziehen. Die Jungs stehen noch da oben und warten. Die überlegen noch, ob sie runterkommen oder nicht. Steckt fest. Ja. Yes. Genau. Ja, ja. Flug. Yes. Ja. Ja, ja. Guck mal. Oh. Dieser Geburtsvorgang. Das ist wie eine Geburt. Und das ohne Wehen. Ja. Also Schmerzen hast du schon, aber... Im Schneidersitz kommt er da durch. Deswegen hat er nicht gepasst. Ja, der wollte das einfach im Schneidersitz probieren. Du weißt, dass das Becken dann auseinander geht, wenn du das im Schneidersitz machst.
Plage. Ja, das ist so eine Eigenwelt. Hier sind sehr viele Malereien, Graffiti. Und habt ihr schon gesehen, SpongeBob. Dann von Simpsons hier der eine Polizist, kommt nicht auf den Namen. Ja, irgendwelche Frauengesichter und ach. Aber halt schon Hammer. So eine Pappmaché-Figur. Und hier ist auch so ein Eigenbrödler drin. Den haben wir erstmal ein bisschen versorgt. Das sind diese Kartoffeln, die leben ja hier unten. Und er hat uns noch gezeigt, wo es hier zum Kino geht. Ja, das wollen wir uns noch angucken. Und ich glaube nicht, dass man das in den paar Tagen alles schafft, was man hier unten sieht. Hammer. Hier haben sie mit Ton irgendwelche Sachen an die Wände reingesetzt. Irgendwelche Figuren. Zeige ich euch mal. Und zwar aus einfacher Tonmasse wird das alles modelliert. Wenn man es richtig sieht, ist das alles eigentlich bloß eine riesengroße Kunstgalerie, die eben nicht leicht zu betreten ist und auch ein bisschen anspruchsvoll. Hier war auch mal, nee, ist nicht, aber es war mal. Stromlack gehen wir jetzt mal an. Ja, da sind hier oben noch so eine Fassung. Mal sehen, ob man das raufkriegt. So eine Fassung. Stromlack hier gebe ich mal an. Und jetzt gehen wir Richtung Kino. Hier sind auch noch so eine Stromfassung oben. Seid ihr einen Staubsauger noch bringen? Du musst es mit Schwung einfach reinhechten. Ja. So aus dem Stand hier rauf. Ja. Und dann mit den Füßen durchschwingen. Also hier geht es auf jeden Fall irgendwo hin, aber. Ja, dann gehen wir weiter. Ja, gehen wir weiter. Jetzt müssen wir irgendwie auf der anderen Seite wieder runterkommen. Kommen wir nicht Mark. Runter. Genre, Kreisklasse-Foto. Yeah. Alles für den Club. Ja. Alles. Springen wir viel vorwärts. Wir müssen. Ja, ich weiß, um die Ecke rum, weil es nicht wenig gibt, Abwärts. Ja. Zu drehen. Okay. Ja, das war die Stelle, wo ich den jetzt ist die Frage, ob da das Kino ist. Langer Gang. Jo. Jo. Okay. Ich hab's gesehen. Okay. Und? Gut, das heißt, wir müssen hier rein.
So, wir sind jetzt in diesem Kino und der Zugang war sehr interessant. Mich hatten sie vorgeschickt, aber wir haben ihn gefunden. Und was soll ich sagen, die Malereien hören einfach nicht auf. In diesem Kino sind einige Actionfilme gelaufen, die richtig gut waren. Und die Hauptdarsteller, die in diesem Kinofilm waren, haben die praktisch an die Wand gebracht. Dann hier, Batman. A.T. Ne, hier ist John Travolta. Star Wars. Der sieht aus wie Prinz, aber kann nicht sein. Dann hier, wie gesagt, Kinderfilme waren auch dabei. Findet Nemo. Edward mit den Schermhänden. Da hinten ist noch Titanic. Das könnte die Schneekönigin gewesen sein. Jurassic Park. Ach, aus dem Kinderfilm komme ich jetzt aber nicht drauf. Das darf nirgends fehlen. Ghostbusters. Den kennt jeder. Hasta la vista, Baby. Und das ist, glaube ich, irgendein Film mit den Jongling hier. Keine Ahnung, das ist irgendwie so ein Japsen-Film. Und hier ist ein Durchgang. Hier stehen noch Haufen Sachen dran. Und in dem Kino. Und das sind die jeweiligen Sitzplätze. Oben war der Beamer dran. Und jetzt kann ich aber da nicht hinleuchten. Und hier vorne, was Marc jetzt fotografiert, was jetzt so angeleuchtet wird, da war die Leinwand. Und dann hat man hier schön auf dem Podesten gesessen und sich den Kinofilm angeschaut. Hier war die Bar. Und wir haben so schön gesessen und vorne war die Leinwand. Wahnsinn. Weiter geht's, meine Jungs. Keine Müdigkeit. Jupp, wir müssen allein. Hier die Knochen. Wirklich von Menschen. Ja? Die liegen einfach nur hier rum. Links, rechts, irgendwelche Schädelplatten. Yes. Weiter geht's, meine Jungs. Keine Müdigkeit. Jupp, wir müssen allein. Hier die Knochen von Menschen. Ja? Die liegen einfach nur hier rum. Links, rechts, irgendwelche Schädelplatten, Gebeine.
Schön, oder? Super. Das macht Freude. Das macht Freude. Das ist viel Schweiß. Ist das so viel Schweiß? Oder bist du da ausgelogen? Wir sind im Laternenraum und bin um die Ecke gekommen. Wahnsinn. Wahnsinn. Wunderschön, aber ich zeig's euch mal selbst. Leuchten, weil da müsste ich jetzt nochmal in meinen Rucksack die Lampe rausholen. Aber ich habe es euch ja gezeigt. Einfach nur Hammer. So, ich gehe jetzt mal wieder zu den Jungs. Hier eiern nach vorne rum. Die sind immer noch fasziniert von dem einen Tiefbrunnen. Kann ich euch auch zeigen, weil wenn man da reinfällt, ist aus. Na Jungs, guckt euch den Brunnen an, ja? Ja super, guck mal hier ran. Das ist ja, das ist schön, dass du mal jetzt hier reinleuchtest. Mhm. Der geht locker so seine 10 Meter nach unten. Und wenn du da unten bist, ist aus. Erstmal. Oder ich sag mal, wenn du da unten nach Hilfe rufst, die findet keiner. Ja. So, gehen wir wieder auf den Hauptgang und dann geht's weiter. Richtung irgendwo hin. So, wenn ihr es sehen wollt, bleibt. Jetzt im Knochenbereich und ich hätte nicht gedacht, dass das so schlimm aussieht. Die liegen wirklich hier, die Knochen von Menschen. Ja? Die liegen einfach nur hier rum. Links, rechts, irgendwelche Schädelplatten, Gebeine. Wahnsinn. Ich hätte eher gedacht, das ist irgendwo, aber ist nicht. Liegt einfach so rum.
Hier kommt aber frische Luft, oder? Noch ein Stückchen durch, dann kann ich auch stehen. Scheiße. Scheiße? Scheiße. Schwimmt die rum? Ja. Wo? Ich sehe es nicht. Besser aus. Wie weit? Seht ihr das? Nein. Oh. Nein, das ist eine doofe Nummer. Ja. Ganz schön, ja. Ja. Okay. Dann wird er da scheiße wieder vorbei. Das ist auch keine Alternative. Jetzt machen wir erstmal Pause. Lecker. Wir könnten ja mal, ja prima, machen wir Licht. Top, einwandfrei. Wir haben jetzt einfach mal Pause gemacht in so einer ganz kleinen Nische hier. Und steht sogar noch ein Grill in der Mitte. Und erstmal ein bisschen was trinken und essen. Das ist nämlich wichtig, gerade wenn man längere Touren unterwegs ist. Und man sollte an so einer Salami auch abbeißen und nicht dran ziehen. Wir sind blödi. Wir sind jetzt aus dem Knochenteil raus. Die Jungs sind glaube ich noch ganz motiviert. Muss mal drehen, mal gucken. Erstmal blind. Logisch. Blind. Ja, und Akkus. Akkus ist ganz wichtig, dass man das braucht. Ja. Gut, mein Helm steht schief. Also, weiter geht's. Schade, dass es schon zu Ende ist. Das ist der reinste Schlamm. Hier ist vielleicht, wenn man so sieht, vielleicht 5 cm Wasser. Der Rest ist nur reiner Schlamm. Und es lässt sich so blöde laufen jetzt hier. Boah, saug. Ja, man darf auch nicht länger wie 5 Sekunden an einer Stelle stehen bleiben, dann bist du festgesaugt. Das ist Wahnsinn. Kannst du schon stehen, Kai? Okay.
können wir zum Hauptbahnhof reinfahren. Bitte noch einen Augenblick Geduld. Reicht. Was mit Monte Duva Net oder was? Hi. Ja? Ganz direkt eine wieder runterfahren. Ist was? Drei gewesen. Ich bin einer vier. Ja. Oh. Gut. Jemand war eine japanische Reisegruppe da und wieder 7 Personen, wieder Koffer da gestellt. Naja, du, Japaner, ist mir klar, dass da 7 Mann reinpassen. 33, ja. Hier ist eine kleine Pritsche, hier ist ein Doppelbett und wir haben kein Balkon. Kein Balkon. So, es geht los. Endlich. Schlüssel? Schlüssel. Liegt auf dem Tisch? Ja. Ah, ein Markert. Ja, du musst das. Kann sein, dass wir zu weit sind. Marc, kann sein, dass wir zu weit sind. Müssen wir kontrollieren. Hast du dein Maßband greifbereit? Dann kann ich das mal eben ausmessen. Da passt ein Bein durch. Muss ich nur nacheinander ziehen. Das Loch selbst wahrscheinlich ja. Man muss halt kriechen, also so durchsteigen. Scheiße, ich habe das Bein gebrochen. Also Marc hat jetzt gemessen, seiner ist 40 cm. Keim ist jetzt sein noch, was unten ist. 50 an der breiten Stelle und das ist auch nochmal gute 52 und dann halt diagonal halt, ne? Ja, am Fuß 90, ja. 60, weißt du, wie das andere Bein ist? Ja, genau. Ja, es wird ein bisschen höher. Ein bisschen, das bisschen ist mir gefällt. Wir wollten hier nochmal auf die Karte gucken. Ja. Wir sind jetzt an 4 schon vorbei, ne? Ja. Ach so, schnell? Ja. Also das ist eine der tiefsten Stellen, die wir so jetzt, denke ich mal, heute machen werden. Vor die tiefsten? Also Matthias ist ja wirklich wesentlich kleiner, der hat ja Oberschenkel wie ich bis zum Knie. Der hätte ja bis zur Hüfte im Wasser gestanden. Deswegen ist er hier übers Gitter. Na, deine Tochter hätte nur noch mal den Kopf rausgeguckt. Na, die wäre auch, ja genau, die hätte einfach so geschwommen. Schwimmflügel um den Hals, nächste Mal. Ich habe dir gesagt, einen Rettungsring mit. So, wir sind jetzt in diesem sogenannten, wo sind wir in diesem? Saldubbel hier. Salblabe. Rumroom. Badraum. Irgendwie sowas. Kann da einer leuchten? Ja, eins. So wie Kurbus. Kamera hängt auch schief. So. Helm hängt auch schief.
Ja, gut. Mahlzeit, Mann. Gut, man schlecht. Ich weiß gar nicht, wie spät das ist, aber wir sind bestimmt schon gute 2 Stunden unten. 11.20 Uhr. Sind wir schon 3 Stunden unten und wir sind bestimmt noch gute 10 Stunden unterwegs. Gut ist eine Stärkung. Der gute Korn. Jam. Heilige Scheiße. Da liegt einer drinne. Da ist ein Wehen drin. Da liegt einer drin. Die Schaufelzerpuppe, ja. Beinahe reingerannt. Marc macht Langzeitbelichtung. Er tut das Arschloch fotografieren. Jetzt mal so guckt durch den Latte. Durch den Lichtschatten, der jetzt so kommt, sieht das aus, wenn du jetzt so guckst, wie die Abgrenzung von der Bundesrepublik Deutschland. Ne? Ach die Scheiße, ich wusste doch. Wir werden das rausschneiden. So, dann werden wir jetzt das Kino verlassen und gehen hier durch das Arschloch weiter. So, wir sind jetzt im Laternenraum. Wie sagt man, kriegt meine Witze? So, wir sind im Laternenraum. Na Jungs, guckt euch den Brunnen an, ja? Ja super, guck mal hier rein. Das ist ja, das ist schön, dass du mal jetzt hier rein möchtest. Mhm. Der geht locker so deine 10 Meter nach unten. Und wenn du da unten bist, ist aus. Kein Rucksackkissen draußen. Ja, deiner. Meiner? Ja. Wie das? Nö, ich höre gerade. Das Batterie kam. Was war? Was war? Okay. Wie kann man stehen? So. Das erste Mal wieder. Mal so geht's. Schön, dass ich Licht anhabe, aber ich will ja auch was sehen. Ja. Gut. Ach Mist, haben die Bürstchen vergessen. Ich habe die Holzkohle ganz umsonst hingeschleppt. Ihr könnt mir ja mal. Ja, prima, mach mal Licht. Top, einmal frei. Zieh ich an der Krippe. Salami. Die Jungs sind, glaube ich, noch ganz motiviert. Muss mal drehen, mal gucken. Erstmal blind. Logisch. Blind. Die Knie hoch. Und jetzt Vorsicht, jetzt geht's auf 3,50 Meter runter. Ja. Vorsichtig. Hast du noch einen Meter? Und das meine Wattstiefel haben wir noch. Die haben wir noch? Wir haben noch. Ehrlich? Weiß ich nicht. Fühlt sich an, weil es kalt ist? Ja. Das heißt nichts. Was einfach, die sind ja dünner, ne? Super. Aber warum würde ich hier das, wenn hier nichts ist? Ja. Ich hätte eher den hier vielleicht gesehen. Super. Alles für die Kreisklasse. Einmal Arsch, immer Arsch. Soll ich den Staubsauger noch bringen? Du musst jetzt mit Schwung einfach reinhechten. Ja. Also aus dem Schneid hier rauf? Ja. Und dann die Füßen durchschwingen. Schau mal, Kreisklasse-Foto. Yeah. Alles für den Club. Ja. Ja. Noch ein Stück, ne? Ja, warte. Nicht, dass er sich verkeilt. Ja, ja, genau. Steht fest. Soll ich ein Foto machen, schnell? Yes. Genau. Ja. Flug. Ja. Guck mal. Oh. Dieser Geburtsvorgang. Das ist wie eine Geburt. Und das ohne Wehen. Also Schmerzen hast du schon, aber. Oh. Im Schneidersitz kommt er da durch, deswegen hat er nicht gepasst. Ja, der wollte das einfach im Schneidersitz probieren. Doof, ne? Du weißt, dass das Becken dann auseinandergeht, wenn du das im Schneidersitz machst. Okay.
Schön, oder? Super. Das macht Freude. Das steht viel Schwein. Ist das wirklich ein Schweiß? Oder bist du da ausgelogen? Scheiße. Scheiße? Scheiße. Schwimmt die rum? Ja. Wo? Ja, oben. Ich sehe es nicht. Ja, jetzt siehst du es nicht. Das ist auch keine Alternative. Was? Monsieur. Monsieur Kai macht Spökes. Tada! Weil da habe ich mich nicht getraut. Ich habe mich auch an der Wand festgekrallt. Ich muss jetzt keine falsche Bewegung machen. Schön festhalten an der Wand. Doch nee, ich habe keinen Raum. Das Katapult ist gut gestartet. Wind aufnehmen? Wind aufnehmen? Wir nimmt. Hä? Er nimmt auf. Ja, dann muss die Kamera hoch, richtig machen. Ja, kommt nicht vom Pedo viel? Nee, und kommt auch nicht vom Kater. Ja. Ich will noch ein Stückchen durch, dann kann ich auch stehen. Wenn du da reinfällst und der Schlamm trocknet dir am Körper, dann siehst du aus wie von Körperwelten, nur ein Stein. Kleiner Bogen nach links, langgezogene Rechtskurve. Linke Seite Gang zu einer Treppe. Salut! Was? Trebjörn. Nee, Trebjörn. Ah! Wo? Wo? Do you know near exit? Just here. You just have to take the stairs and they will be like... Okay, so we don't have to go to the Le Petit Institut? Where? Okay. Sorry. We are now here. Where is this? The nearest exit? Perfect. Just here. Oh, okay. We came from this house. Okay. Good. Started at 9 o'clock in German bunker and now back. Yeah, we were here for 12 hours yesterday. Oh, yeah, nice. Okay, so have fun. Yeah. Thank you very much. Goodbye. Bye. Auf Wiedersehen. Ah, so ja, auf Wiedersehen. No, sure. Hoch! Wo sind wir? Du musst drücken! Ja, guck doch mal, wo wir sind. Die sind doch scheißegal! Nee, das Ding. Was denn? Was denn? Du, die haben mal da. Was denn? Wir sind hier reingegangen, Marc. Wo sind wir? Auf der Straße oder was? Nein, er hat ein Gebäude mit goldenem Zaun gesehen. Einer nachrutschen. Du oder ich. Was? Einer nachrutschen. Oh. Ich kann die Klappe hier nicht halten. Ich halte dich. Guck mal, ob du rauskommst. Ja. Okay. Und, wie fühlst du dich? Nächstes Mal hättet ihr ja sagen können, dass wir hier mitten auf einer Kreuzung raus müssen und dann abwarten, bis grün ist, dass wir die Luke aufkriegen. Das geht gar nicht. Okay. Und Sie, der Herr, hätten Sie auch lieber noch ein paar Stunden spazieren gegangen? Ja, ja, auf jeden Fall. Hammergeil, dass die uns das gezeigt haben. Ja. Hätte ich nicht gedacht, dass die Luke so schwer aufgeht. Im Vergleich, wie sie zugeht.